Ich glaube an mich selbst, ich bin 50 Meter groß. Ich liebe diese Welt und glaube an ein Leben vor dem Tod. Ihr nicht, schade für euch, doch bitte nervt mich nicht. Alles hängt ja halt an Gott, was euch nicht gleich erklärlich ist. Ist doch schön für euch und völlig okay, wenn ihr gläubig seid. Aber bitte tötet mich bitte, und uns nicht in der Häufigkeit. Hamza Kashgari, Nathalie Mashia, Monotheisten sind strukturell wahnsinnig. Bitte schreibt mir nicht vor, was ich machen darf und was nicht, wenn ich euren Gott nicht ein verficktes Mal gesehen habe. Religion ist Privatsache, macht das unter euch aus und lasst uns in Ruhe. Ja, es gibt auch atheistische Arschlöcher, feier ich halt auch nicht. Dietrich Bonhoeffer war super, doch er starb im KZ. Der Nuntius des Papstes hingegen war sehr beliebt. Ich lass die Kirche nicht im Dorf, ich schick sie in die Wüste, dort ist sehr viel Platz. Ihr legt euch auf den Boden und küsst dem Sack die Füße. Ich fordere die Trennung von Kirche und Staat. Wieso denn die Kirche im Dorf lassen? In der Wüste ist viel Platz. Wer gibt euch das Recht, über uns zu bestimmen? Ich fordere die Trennung von Kirche und Staat. Glaubt Gott an den Papst, dieses Arschloch, das zum Holocaust schrie. Dann sorgt Atzeratze noch dafür, dass Williamson nicht rausfliegt. The Pierce Brothers, the Pierce Brothers. Ja, Pax Christi, Opus Dei hat nur mehr zu sagen. Und wer bitte ermordete Cédric Tournai? Wer war Giordano Bruno? Wer hat Bücher verboten und Frauen verbrannt? Zwangschristianisiert. Der größte Grundbesitzer der Welt sind die Kirchen. Ich geh noch rüber, ist das auch cool? Sieht das gut aus? Also, müsst nicht bewegen, die Kamera. Natürlich alles auf korrektem Weg erworben. Selig sind die Armen, wenn sie nichts von euch fordern. Man wird ja wohl noch Strafen für die Sünder wollen dürfen. Taufe, Ehe, Tod, die Kirche will alles im Griff haben. Schlag mal nach, wo das Wort Bastard herkommt. Wer hat die Aufklärung bekämpft? Wer hat Nazis unterstützt? Was heißt Rattenlinie? Ja, da gibt's noch mehr von. Ich lass die Kirche nicht im Dorf, ich schick sie in die Wüste, dort ist sehr viel Platz. Ihr legt euch auf den Boden und küsst dem Sack die Füße. Ich fordere die Trennung von Kirche und Staat. Wieso denn die Kirche im Dorf lassen? In der Wüste ist viel Platz. Wer gibt euch das Recht, über uns zu bestimmen? Ich fordere die Trennung von Kirche und Staat. Und bitte erzählt mir nicht von den sozialen Programmen der Kirche. Die Hamas hat auch soziale Programme, okay? Hisbollah auch, aus denselben Gründen. Außerdem zahlt es sowieso alles der Staat. Und die Kirche schmeißt dann Leute raus, wenn sie nicht passt, weil sie sich scheiden lassen oder homosexuell sind. So ein Witz. Gehet zuhauf.